Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde World of Tanks. Ich sitze wieder mal in der Burgask, bin jetzt hier auf Highway gelandet. Das Ganze in einem, was ist, 8er, 9er Gefecht. Drei Tigermäuse, keine Lights, eine Arti. Und besonders weil es keine Lights gab, dachte ich mir, man sieht ja extremst selten gegnerische Mates hier reinfahren. Also besonders, wenn es halt keine Lights gibt, wer soll es hier machen? Normalerweise ist das ja der Busch oder ein Busch, der den Gegnern gehört, besonders wenn es EWRs gibt. Und ich habe gemerkt, halt wie gesagt, dass wenn es keine Lights gibt, fährt hier keiner rein. Besonders nicht am Anfang. Und dachte ich mir halt, okay, ist auch nicht das erste Mal, dass ich jetzt hier besonders in der Burgask drinne sitze. Gucken wir doch einfach mal, ob wir hier was aufmachen. Das Tolle jetzt hier an der Position ist, hier hinten. Je nachdem, wo die Gegner halt langfahren, ob sie ganz hinten langfahren. Ne? Ihr seht ja die Möglichkeit, also hier hinten könnten sie langfahren. Wenn aber die Gegner sozusagen auf dieser Höhe langfahren, sind sie in einer Linie, also sind sie erstens so hoch, dass ich sie spotten kann und zweitens auch so nah, dass ich sie spotten kann. Also, ne, das wäre dann ungefähr hier dieser Hügel. Da könnte man auch von mir aus gesehen dahinter längs fahren, dann würde ich sie nicht aufmachen. Man könnte auch da, also von mir aus gesehen, vor dem Hügel längs fahren, würde ich sie auch nicht aufmachen. Aber jeder, der sozusagen über diesen Hügel rüber will, geht durch mich auf. Gleichzeitig passe ich auf oder kann ich halt die Leute spotten, die hier reinfahren könnten. Und Leute, die sich halt hier hinstellen auf der, ne, auf der Straße, passiert ja auch regelmäßig. Und wenn ich ein bisschen aufpasse, also heißt hier jetzt an der Posi, einfach ein paar Meter nach hinten fahren. Wenn ich selber schießen möchte, passe ich darauf auf. Ich habe ja immer ein Auge darauf, oder ich spotte ja die Leute, die hier fahren würden. Ne? Wenn hier jemand kommen würde, würde ich sehen. Aber ich fahre trotzdem so weit nach hinten, dass wenn hier jemand steht, den ich noch nicht gespottet habe, dass er mich nicht spottet, wenn ich anfange zu schießen. Das gleiche gilt hier für diese Buschreihe. Ne? Ich stehe jetzt halt so buschmäßig, ihr seht, so weit hinten, dass keiner von den beiden Positionen mich irgendwie sehen könnte, wenn ich schieße. Und das heißt, ich kann hier ohne große Mühe einfach mal seitlich in die Tigermäuse reinhalten. Jetzt geht vor mir der TVP auf. Aber auch da, ich sehe es ja jetzt auf der Minimap. Eben war er noch unter der Brücke. Er hätte mich nicht, oder hätte ich jetzt geschossen, würde er mich nicht sehen. Jetzt habe ich halt zum Beispiel, glaube ich, nicht aufgepasst. Genau, jetzt, ne, er hat halt gerade gepiekt. Also gehe ich auf beim Schießen. Ich war nicht weit genug hinten. Und da ich hier auch in keinster Weise beschossen werde, bin ich einfach greedy und packe mich genau wieder in die Stelle rein. PvP würde ich auch machen, wenn er da ist. Mal ein bisschen vorsichtiger. So, kann man das ganze Spiel nochmal machen. Komm mal her hier. Schade. Wäre halt schlau gewesen, würde ich hier diesen Baum halt umwerfen in die Richtung, wo hier dieses Loch ist. Ne? Dann hätte ich da deutlich weniger Probleme. Lichtkill ist da, wunderbar. Nach vorne fahren, gucken, ob wir den TVP sehen. Dem ist nicht so. Und jetzt werfen wir endlich den Baum um. Genau so meinte ich. Na, wäre ich mal auf den Tiger geblieben. Hätte ich jetzt blind schießen können. Okay, er geht wieder auf, wunderbar. Zack, zweimal rein. Da haben wir den TVP. Keine Probleme für uns. Jetzt wollte ich eigentlich auf die letzte Tigermaus da ruf. Aber da ich den Skoda da jetzt aufgemacht habe, dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt hier rüberfahre, fehlt ja auch noch eine Su. Die hat auch einen Kill eben gerade gemacht. Die wird hier hinten irgendwo stehen. Wenn ich jetzt auf den Tiger rauffahre, je nachdem, wo er gerade, also könnte ja sein, dass er hier in diesem Busch oben drin steht, dann könnten alle drei auf mich schießen. Also Skoda, Tiger und Su. Hatte ich keinen Bock drauf. Also einfach dafür gesorgt, dass der Skoda jedes Mal aufgeht, wenn er sich bewegt.
Jetzt auch. Ich habe ja gemerkt, ich kann da relativ easy fahren. Er hat nicht so gute Sichtweite. Das heißt, ich kann hier einfach machen, was ich will gerade. Es gibt keinen, der mich hier irgendwie outspotten könnte. Es sei denn, ich fahre an die Su so ran, dass er mich halt sieht. Ist ja logisch. Währenddessen die Su halt in einem Busch steht. Bei dem würde ich nicht outspotten. So, Skoda weg. Ein bisschen Spot haben wir auch noch abgeholt. Und jetzt erstmal ganz kurz gucken, dass wir das Cap nicht verlieren. Das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache hier auf der Map, aus meiner Sicht. Wir sehen es ja gerade. Gut, wir stellen uns mal vor, der TVP ist jetzt noch hier hinten, ne? Bei dem, was ich sagen will. Die beiden könnten ganz, ganz schnell sterben. Hier, E75er. Tigermaus blockt die. Die Su steht irgendwo hinten. Die Arti hält die ganze Zeit rein und gleichzeitig ist unser Cap halt in Bedrohung gewesen. Aus meiner Sicht ist das eigene Cap immer wichtiger als das Gegner-Cap. Entweder warten die E75er oder fahren zurück, aus meiner Sicht. Weil jetzt hier blindlings reinfahren und dann halt den halt in die Tigermaus. Standard B ist ja jetzt auch zurückgefahren. Der Char geht gerade auf, okay. Schade. Ah, durch die Suche. Oh, ich versteh's. Und das bedeutet halt, dass man halt erstmal hier die Gefahr bannen sollte, was das Cap angeht. Oh, schön, das 713er Brett. Und erst im Nachhinein halt dann auf die Gegner drücken sollte. Bus verschwunden. Bus war angekommen, aber. Na komm, nee, nicht zurückfahren. Der Turm ist halt deutlich besser gepanzert als die seitliche Wanne. Dankeschön. Also es hätte jetzt, was jetzt hier die Heavys angeht, hätte auch gut möglich sein können, dass jetzt auch die Su hier schon hinten steht. Die beiden ohne Sichtweite pushen halt auf den Standard B und den Tiger rauf. Standard B macht spätestens die Leute auf, wenn nicht sogar halt die Tigermaus die ganze Zeit. Und Arti und Su halten von hinten rein. Das kann man echt leichter umgehen. Ich war in der Runde jetzt so ein bisschen sneaky unterwegs, hat sich aber, denke ich, gelohnt. Mit 3 Kills insgesamt rausgegangen. 3652 Schaden durfte ich machen. 3165 oder 85, ich glaube 85. Durfte ich unterstützen. Überlegenheitsabzeichen Stufe 1 ist auch noch bei rumgekommen und auch noch der erste Platz jetzt hier mit 1508 XP insgesamt. Trefferbild ist eher meh, 23, 15, 11, nicht mal die Hälfte bei rum. Ist aber wie es ist. Und obwohl wir, ich glaube, alle Goldmumpeln auf die Tigermäuse rausgeschossen haben, sind wir jetzt hier mit Daily, mit Credit Booster, mit ich glaube die 1900 ist der damalige aktuelle Weihnachtsobst-Bonus gewesen, dementsprechend bei 168.063 Credits im Plus gelandet. Auch wenn die Runde jetzt nicht so kurz war, würde ich sagen, gucken wir uns einfach noch eine an. In der zweiten Runde weiterhin in der Borask unterwegs, diesmal auf Safe Haven gelandet, also sicherer Hafen. Diesmal wieder in einem Neuner-Gefecht ohne Artis mit einem Light und diesmal haben wir einfach mal dreimal das 7, also das Objekt 752 dabei. Ich packe mich hier an eine Posi, wo ich sehr gerne hinfahre, besonders wenn es keine Artis gibt. Ansonsten ist die Position einfach mir besonders als Gewürz einfach zu gefährlich. In der Regel, gut, jetzt hier dieser Anfangsspot, das kannst du mal machen. Ne? Je nachdem, was da für ein Gegner ist, geht man auch nicht auf dabei. Ja, so. Wir müssen uns hier ein bisschen einig werden. Weil die in der Regel geht man hier halt instant auf, nachdem man geschossen hat. Und wenn es dann halt eine Arti gibt, ne, man steht hier in keinster Weise Arti safe. Schönes 600er Brett. Aber jetzt haben wir keine. Dementsprechend haben wir da relativ gute Ruhe, also ne, unsere Ruhe einfach. Das Objekt dort ein bisschen, okay. Ich lasse jetzt hier die Su einfach mal ganz kurz machen. Komm, Dankeschön.
Zack. Durch einen Schaden. Okay. Oder auch nicht. Und ihr seht es in der, oder ihr werdet es jetzt hier in der Runde sehen, das Zusammenspiel zwischen mir und Su kann eigentlich nicht besser laufen. Na, jetzt bin ich hier gerade. Also ich versuche darauf zu achten, ihr nicht im Weg zu stehen, ne? Ich schieße halt zweimal und habe dann meine 18 Sekunden oder 19 Sekunden Reload. Er schießt alle 10 Sekunden oder alle 11 Sekunden einmal. Das heißt, wenn wir uns hier richtig anstellen, sollten wir uns da eigentlich nicht in die Quere kommen. Gleichzeitig kann ich natürlich jetzt hier für ihn spotten. Zack, 370 ins First Blood. So, jetzt zum Beispiel, ne? Ich bin im Nachladen, ich brauche jetzt hier nicht vorne stehen, das 752. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn aufgemacht habe. Auf jeden Fall ist er in dem Moment aufgegangen, so dass die Lu auch auf ihn hätte schießen können. Also, ne, wäre sichtbar gewesen. Schade, schade, schade. Ah, ich weiß ja nicht, WZ, ob das jetzt die richtige Idee ist. Oh, da ging der erste Schuss auch daneben. Der nächste Heavy, der da lang fährt. Perfekt. Immer erst auf die Lowlife schießen. Ich hätte jetzt auch den Light genommen, der ist ja One-Shot. Wäre früher sichtbar gewesen. Aber mit dem Brand konnten wir wenigstens den ersten Heavy noch rausnehmen. Also, wunderbar. Er hat geschossen. Welchen nehmen wir? Na. Auch eigentlich hier lieber auf dem Standard B. Aber er war da so doof hinter der Säule. Oh, wen haben wir denn da? Ja, das zweite war schlecht. Oh, wen haben wir denn da? Noch einer, der was will. Komm, komm, komm. Einziehen, einziehen. Zack, dritter Kill. Na, die Su hat aber auch Pech. Ich so ein bisschen verpasst, dass die Abschmerzphase eigentlich schon angefangen hat. Ich müsste mich jetzt schon längst in Bewegung gesetzt haben Richtung Char. Gut möglich, dass er gerade auch im Reload ist. Wäre sozusagen die perfekte Gelegenheit, jetzt hier nach vorne zu fahren. Ah. Nee, unwahrscheinlich, dass ich ihn penne. Wir gehen auch instant auf. War das jetzt hier durch den... Ich weiß nicht, ob es durch ihn oder durch den Char war. Gut möglich, dass es auch durch den Heavy war. Ja, wirkt mir jetzt aber zu bunt, ist ja kaum noch was da. Und die, die da sind, haben auch alle nicht mehr so arg viel HP. Und irgendwas wollen wir ja noch machen. Ja, erstmal die Pose jetzt hier vom Light sichern. Gucken, ob er noch da ist oder nicht. Ich vermute schon rein gar nicht mehr, aber ne, besser nachgucken und dann Gewissheit haben, anstatt dass man dann hier hochfährt und man dann in den Arsch spricht. Der Chart ja auch das Potenzial, einen relativ ekel, also doch stark zu nerven, auch in Brand zu setzen.
hätte er 6 Versuche. Und da sollte man doch tatsächlich aufpassen. Da haben wir ihn. Kommt der nicht mehr weg. Direkt in Reload gehen. Oh, rechts von mir, rechts von mir. Ich sehe es nicht. Jetzt habe ich es gesehen durch den Schuss. Okay. War mehr Glück als Verstand. Aber egal, wir sind noch voll. Selbst wenn er getroffen hätte. Jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ich leider nur noch eine APCM, also hier normale Mumpel hatte. Dementsprechend musste ich neu laden. Und natürlich, weil Rheinmetall vor mir ist, direkt auf HE umgeschwenkt. Ja, ganz kurz nachladen. Ja, jetzt bin ich fertig. Also einfach reinfahren. Zack, 493, ey. Ja, und da ist meistens so. Ich habe 2 HE-Schüsse dabei. Einer macht ordentlich Schaden, der zweite macht nicht ordentlich Schaden. Aber da hatten wir gerade richtig Glück. Uns noch mal ein bisschen Schrott ab. Ich glaube, mehr kriegen wir nicht. Die Uhr hat sich echt keinen Millimeter bewegt. Geil. Nette Runde. Mit der Su jetzt hier zusammen doch ganz gut die Mitte da gehalten auf der rechten Flanke. Dementsprechend jetzt hier auch eine wirklich, wirklich solide Runde runtergespielt. 5 Kills durfte ich insgesamt abstauben. 4653 Schaden machen. 402 haben wir noch unterstützt. Das Ganze geht zu Ende mit der Großkalibermedaille, mit der Nicoles-Medaille. Dafür, dass ich jetzt hier 4 Leute gekillt habe, die alle eine Stufe über mir waren als Medium. Ich glaube, ja, als Medium muss man es auch noch machen. Und dazu auch noch das Master-Abzeichen. Und dementsprechend jetzt hier auch mit soliden 1622 XP auf dem ersten Platz gelandet. Und Trefferbild, ja, ist ein bisschen besser als in der ersten Runde. 21, 19, 14. Hier 2/3 insgesamt angekommen und dementsprechend auch noch ein bisschen mehr Credits plus gemacht. Mit 220.196 bin ich jetzt hier im Plus raus. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Ich konnte euch ein wenig unterhalten. Wir sehen uns dann das nächste Mal.